Hola, Gitarristas. Haut, wie versprochen, der Workshop über das Gitter, das wir nennen, ein Resonator-Gitarre oder Resonator-Gitarre. Die Bauweise gibt es schon seit gut 80, 90 Jahren. Die ist ursprünglich entwickelt worden für das Straßenmusiker, an denen große Städte sich besser gegen den Comedy könnten durchsetzen. Was gibt von denen wohl Haut recht so, ne? Wenn ihr guckt, da das Blech, aber wenn ihr Ludo Drack guckt, hey, da seht ihr tatsächlich etwas wie ein Lautsprecher, den durch Vibrationen, durch Zupfen und Schlagen auf die Seiten mechanisch angetrieben wird und dann tatsächlich anständig Volumen oder Lautstärke entstehen lässt. Was interessant ist, dass die Gitter sich ganz gut agent für mit sogenannten Open Tunings zu spielen. Wenn ich nur ein normal Gitter holen, ein Standard-Gitter an der Standard-Bauweise, dann lasst die gestimmt von der Diver nur der Heger Seite Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Das kann ich aber ändern, und zwar natürlich von den Stimmmechaniken erhöhen. Und das heißt, die heutige Gitter also nur an einem Open-G-Tuning oder offenen Soll. Die Dave Mi seid, geht den ganzen Ton rauf, ob Re gestimmt, dann nummert Quint am Bass. Gla seid, geht doch den ganzen Ton rauf gestimmt, ob Soll. Das ist der Grundton in dem Moment. Und dann nummert ja sowieso Soll, Re als Soll. An der normalen Stimmung, die bleiben einfach. Also, wir haben also zweimal Re Soll. Soll, Re, Soll. Die nächste Zeit bleibt auch die zweite Zeit. Das ist Si, das Tierce Majeur für Sol, passt also tipptopp. An die Irwischt Mi-Seite setzen wir genauso wie die Dave Mi-Seite auch einen Ton rauf auf Re. Und dann haben wir einen schönen offenen Sol-Akkord Majeur, ohne dass ich irgendetwas brauche zu greifen. Das ist natürlich cool. Der Keith Richards von den Rolling Stones spielt immens gerne an dem Tuning. Eine zweite Sache ist, dass er immens flott mit dem Slide-Hiker spielen kann. Den holen wir von den Fangern, nicht schön auf den vierten, geht auch Leute auf den dritten. Ich fand das cool, um vierte Fanger, da kann den Handendruhen aufdämpfen. Am Open Tuning wird dann der Vorteil, dass ich ein Do-Majeur und ein Re-Majeur kriegt, ohne viel müssen zu machen. Für mein Do-Majeur slide ich auf den fünften Bund. Das ist ein Do-Majeur. Und für den Re-Majeur gehe ich auf den siebten Bund. Optimal für Blues zu spielen. Ich weiß nicht, mal einen Akkord, der ganz nützlich ist, und noch einen kleinen Riff, den ich am Episode 1 benutzt habe für das Lied Der Mond. Das ist ein Soul Power Chord. Ich greife ihn einfach rein mit dem ersten und dem zweiten Fanger. Und da spiele ich die vier ewigen Seiten. Wir spielen also ein Re und ein Soul oben. Dann nenne ich Re. Und dann renke ich ein Soul. Ich nenne also Re, Soul, Re, Soul. Das gibt ein G5, ein Sol Power Chord. Also mal eigentlich eine andere Manier für so Power Chords und Klängen zu bringen. Ein flotter Blues Riff gibt also so gut. Klingt schon ziemlich wuchtig, auch durch den Open Tuning, die Kombination von Resonator, Gitarre, Slide, alles das mischt schon einen ganz speziellen Sound aus. Eine ganz interessante Sache von Open Tunings ist, dass ihr alles kann vergessen, was ihr bislang gelehrt habt am Standard Tuning. Griffbrett funktioniert total ähnlich. Und das ist das größte Vorteil, weil da muss ich kreativ gehen. Da kann ich sicher gehen und finde den immens interessanten Akkordpositionen, zum Beispiel so die Datei. Ihr
Dit findet ihr allerhand kreativ Akkordvoicings, die am Standard-Tuning so nicht unbedingt wert fanden. Ne? Okay, viel Spaß mit der Resonator-Gitarre. Keep on sliding.